Sport-Oscar im Jahr 2017 an Hugo Domin vom Blau-Weiß Adler. Ich nehme an, Sie definieren sich als Volzner auch irgendwo als Teamplayer. Nun ist Blau-Weiß Asi natürlich ein Verein, der große Spagate schafft, nämlich auf der einen Seite viel in der Jugendarbeit macht, viel auch im Breitensport, integrativ unglaublich viel arbeitet, aber zum Beispiel mit den Volleyball-Damen, die auch nominiert sind, an die Schwelle zum Leistungssport anklopft. Wie bekommen Sie das hin mit dem Spagat? Also erstmal ist es so, dass ich ziemlich abenteuerlustig bin und immer auf neue Dinge, an neuen Dingen Spaß habe. So zum Beispiel jetzt mit dieser zweiten Bundesliga. Das ist für unseren Verein etwas ganz Besonderes und auch gar nicht so leicht zu stemmen. Denn erst der Trainer muss sich überlegen, will ich das überhaupt, kann ich das überhaupt? Die Mannschaft, von denen ja niemand Geld bekommt, muss überlegen, wollen wir bis nach Schwerin fahren oder Stralsund oder Berlin, wollen wir so viel Zeit geben, und natürlich auch das Umfeld muss mitziehen, sodass wir das wirklich nur als Team schaffen können. Kommenden Saison und vielleicht auch in weiterer Zukunft von dir noch erwarten? Ich glaube, du hast noch ein paar Dinge vor, oder geht jetzt irgendwann doch der Fokus Richtung Studium, Richtung Maschinenbau? Nee, ich habe noch ein paar Ziele. Also ich möchte jetzt erstmal diese Saison in der offenen Altersklasse Fuß fassen. Da ist ein großes Ziel, dann zur WM nach Florida zu fahren, zusammen mit meinem Zweierpartner Alex Dietrich, mit dem ich zusammen Zweier fahre. Und auf lange Sicht möchte ich schon auch gerne wie jeder Sportler, also der ganz große Traum ist Olympia, Tokio 2020. Das wäre halt grandios, und da tue ich im Moment ziemlich viel für. Also, Blau-Weiß Asee, Mannschaft des Jahres. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Jubel ruhig erwähnen. Ich weiß, ihr wollt ganz schnell an die Theke und feiern. Zwei, drei schnelle Fragen noch. Wir haben die Maike Schepers hier, eure Kapitänin, und unten der Trainer. Der muss gerade noch mal kurz dran glauben. Wir machen schnell. Ich glaube, ist schon die Königsdisziplin. Mit der Mannschaft kann man einfach am besten feiern. Was kommt jetzt noch? Ich weiß es nicht. Wir sind total überrascht. Wir freuen uns mega. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass zwei Aufstiege hintereinander und so ein toller Platz jetzt als Aufsteiger in der dritten Liga ist einfach Wahnsinn. Und wir freuen uns mega, dass wir so viele Stimmen bekommen haben. Mit diesen Bildern zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Klimke, herzlichen Glückwunsch zum 9. Mal Sportlerin des Jahres in Münster. Wenn ich so Ihre Reaktion eben auf der Bühne gesehen habe und mich an das Interview vom vergangenen Jahr, als Sie ja auch gewonnen haben, erinnere, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das für Sie Business as usual ist mittlerweile, oder? Ganz im Gegenteil. Also ehrlich gesagt bin ich alle Jahre wieder immer wieder ein bisschen aufgeregt, weil es einfach was ganz Besonderes ist, gerade hier in Münster von den eigenen Münsteranern gewählt zu werden und auch in dem Ambiente hier. Das ist einfach zauberhaft. Denn wir hatten vorhin schon mal gehört,
nach den Spielen ist vor den Spielen. Und das ist sicher mein nächstes Ziel, Tokio, sodass ich also hoffe, dass ich mit meinen Pferden so erfolgreich weiter galoppieren kann. Und ja, das Leben ist eigentlich zu kurz, um Schritt zu reiten. Von daher hoffe ich, dass wir uns auch nächstes Jahr wieder hier treffen. Also für die großen Pläne alles Gute, besten Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch. Ihr Klimpel.